ein heißer Kaffee to go aus diesen Bambusbechern. Bisher war mein Drehtag damit immer gerettet. Das wird sich heute allerdings ändern, denn aus diesen Bechern trinke ich nicht mehr. Weg mit den bunten Bechern, die bisher immer als Alternative zu Plastik gehypt wurden. Hier stecken gefährliche Kunststoffe drin, in die Bambus nur beigemischt wurde, erklärt mir Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen. Wenn die mit heißen Speisen, heißen Flüssigkeiten in Berührung kommen, dann kann sich eben Formaldehyd oder Melamin herauslösen. Diese beide Substanzen sind gesundheitsschädlich. Und das kann krebserregend sein oder die Nieren und die Blase schädigen. Oh, das wusste ich nicht. Weil es ja tatsächlich oft so ist, was für ganz viel gesund und ganz viel neuer Hype, dann steckt meistens was ganz anderes dahinter. Und es ist dann doch gar nicht so gesund, wie man doch dachte. Das war jetzt eigentlich eine gute Alternative für eben zum Beispiel Kaffee to go. Da werden die ja wahrscheinlich am meisten benutzt, nehme ich mal an. Und da habe ich gedacht schon, dass die Alternative sicher besser ist eben als die Plastikbecher. Aber wenn es auch krebserregend ist, ist es am Ende dann doch die gute alte Kaffeetasse, die man eigentlich dabei haben sollte. Reines Bambusgeschirr kann übrigens unbedenklich weitergenutzt werden. Wir erkennen es an seinem hölzernen Aussehen. Schädlich sollen nur die mit Kunststoff gemischten Produkte sein und deswegen schon jetzt nicht mehr in den Regalen stehen. Laden Nummer 10 in meiner Suche nach Bambusgeschirr oder vor allem Bambusbechern, aber bisher hatte ich noch kein Glück, was ja gut ist. Wir haben bloß in Deutschland das Problem, dass wir ja nicht nur den stationären Handel haben, sondern mittlerweile auch den Online-Handel. Und da sind einfach die Kapazitäten der Überwachungsbehörden auch nicht ausreichend, um all diese Produkte zu erfassen und wirklich flächendeckend vom Markt zu nehmen. Ein bundesweites Verbot, das fordert die Verbraucherzentrale. Und dass die Bundesregierung und die Behörden auch die VerbraucherInnen informieren, dass die Produkte nicht verkehrsfähig sind und dass sie auch, wenn man sie bereits gekauft hat, nicht weiter verwenden sollte für den Kontakt mit Lebensmitteln. Und als unbedenkliche Alternative für den Coffee to go, da gibt es ja immer noch ganz altmodisch die Thermoskanne aus Edelstahl.